Man kennt die Bilder. Weißer Sand, türkise Wellen und Hängematte zwischen den Palmen. Doch man kennt auch die Summen, die man für solch einen tropischen Traumurlaub auf den Tisch legen muss. Oder vielleicht doch nicht? Wir haben nachgeforscht und können verkünden, ein Tropenurlaub muss nicht immer teuer sein. Es gibt genug paradiesische Orte, an denen man auch für wenig Geld einen unvergesslichen Urlaub verbringen kann. Hier sind einige der besten günstigen Reiseziele für euren Tropenurlaub. Nummer 1. Thailand. Das asiatische Land ist kein Geheimtipp mehr, aber hat natürlich dennoch einen Platz auf unserer Liste verdient. Thailand liefert nämlich atemberaubende Strände, exotische Kultur und köstliches Essen. Orte wie zum Beispiel Phuket, Koh Samui und die Phi-Phi-Inseln bieten tropische Schönheit zu erschwinglichen Preisen. Besonders günstig sind die Unterkünfte, von Hostels bis hin zu gemütlichen Bungalows am Strand. Essen und Trinken sind ebenfalls sehr preiswert. Und es gibt weit mehr zu tun, als nur am Pool oder Strand zu entspannen. Kostenlose oder kostengünstige Aktivitäten wie Schnorcheln, Wandern oder Sightseeing lohnen sich hier allemal. Weiteres Plus: Die Einheimischen gelten als äußerst gastfreundlich. Nummer 2. Indonesien. Wir bleiben in Asien und schauen nach Indonesien. Das beliebte Land bietet eine reiche Kultur, wunderschöne Strände und spektakuläre Landschaften. Unterkünfte reichen von günstigen Gasthäusern bis hin zu luxuriösen Resorts. Streetfood und lokale Restaurants sind sehr preiswert und Aktivitäten wie Surfen, Tauchen und Tempelbesuche sind auch hier für wenig Geld zu haben. Besonders beliebt ist die Insel Bali. Hier findet ihr Wellness-Oasen, Yoga-Retreats und jede Menge Möglichkeiten für vegane und vegetarische Ernährung. Aber Achtung! Wegen des hippen Auftretens kann es auf Bali schon mal etwas voll und touristisch werden. Wer lieber ein authentisches Indonesien erleben möchte, sollte sich also besser aufs Festland begeben. Auch da lässt sich nämlich zu super Preisen unter Palmen entspannen. Nummer 3. Vietnam. Während Bali und Thailands Inseln oft schon etwas überfüllt sein können, ist Vietnam touristisch noch ein bisschen mehr im Kommen. Das Land bietet atemberaubende Küstenlinien, üppigen Dschungel und eine faszinierende Kultur. Besonders die Inseln Phu Quoc und Cat Ba sind großartige Ziele für einen kostengünstigen Tropenurlaub. Aber auch sonst ist Vietnam bekannt für seine preiswerten Unterkünfte und köstliches Essen. Lasst euch da vor allem die Pha-Suppen, frische Sommerrollen und die leckeren Banh Mi-Sandwiches nicht entgehen. Und gestärkt könnt ihr euch dann auch super ins günstige Kultur- und Outdoor-Angebot stürzen. Passt nur auf, wann ihr nach Vietnam fliegt. Wie in vielen asiatischen Ländern gibt es hier eine Regenzeit. Im Norden des Landes geht diese von Juni bis September, in Zentralvietnam von September bis Oktober und im Süden von Mai bis November. Also Vorsicht beim Buchen, damit euer lang erträumter Tropenurlaub nicht ins Wasser fällt. Nummer 4. Nicaragua. Unser nächster Tipp führt uns weg von Asien und ab nach Mittelamerika. Nicaragua ist ein aufstrebendes Reiseziel, das viel für wenig Geld bietet. Besonders in San Juan del Sur und auf den Corn Islands werden Tropenurlaub-Träume wahr. Dort findet ihr ein regelrechtes Surf- und Tauchparadies und wunderschöne Strände. Beliebt sind speziell der Playa Maderas und der Playa Remanso. Auf weißem Sand und unter Palmen empfiehlt sich außerdem ein Drink. Egal ob Cocktail oder Kaffee, Nicaragua hat sich definitiv in beiden Bereichen einen Namen gemacht. Besonders beliebt bei den Drinks, Flor de Caña Rum. Den und alles andere gibt es natürlich zu super Preisen. Auch Übernachtungen und Freizeitbeschäftigung kosten nicht viel. Also hin da und die Beine im türkisblauen Meer baumeln lassen. Nummer 5. Sri Lanka. Der Inselstaat im Indischen Ozean bietet tropische Strände und vielfältige Landschaften, genau wie reiche Kultur. Sri Lanka wurde über Jahrhunderte von portugiesischen, niederländischen und britischen Menschen als strategischer Stützpunkt genutzt und verschiedenste Religionen sind auf der Insel zu Hause. Zu gucken und erkunden gibt es dort also einiges. Besonders zu empfehlen sind der Löwenfels, der Dambulla Höhlentempel, die antike Stadt Polonnaruwa, die Nine Arc Bridge und Little Adams Peak. An der Südküste solltet ihr euch Orte wie Anuwatuna, Mirissa und Tangol nicht entgehen lassen. Eine Tiersafari und die unzähligen Teeplantagen runden zusätzlich euer Low-Budget-Tropenurlauberlebnis perfekt ab. Doch was ist euer Tipp für einen günstigen Paradiesurlaub? Schreibt uns die Antwort doch gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal
euer Team von Marco Polo TV.